Es ist eine Ehre, Ihnen unser Einsatzleitsystem zu zeigen. Ich muss mich vorwegs entschuldigen. Ich hatte die Ehre, gestern die zweite Impfung für Covid und mir geht es einigermaßen. Darum ist die Präsentation ein wenig gekürzt. Geodaten im Einsatzleitsystem. Die Agenda, ich würde Ihnen gerne zeigen, die Einsatzleitzentrale 144 118, wie es früher und heute ist, das ResCat, unser Geo-Instrument, welche Geodaten wir haben, unsere Suche, Details abfragen, unser Router, der Alarmplan, die Unterschiede, die Datenpflege, der ELZ und ein wenig die Zukunft. Unsere Einsatzleitzentrale. Sie ist 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr besetzt. Wir sind zuständig für 4 Kantonen von Schaffhausen, Zürich, über Zug, Schweiz. Das sind etwa 236 Gemeinden. Es sind 20.000 Einsatzkräfte angebunden und etwa 1.000 Einsatzfahrzeuge. Das macht etwa 3.000 Quadratkilometer. Und es sind 1,8 Millionen Menschen verbunden. Das heißt, wenn in Zürich ein Notruf angerufen wird, dann kommt das Telefon zu uns. Jährlich sind es 320 Anrufe und etwa 25 von 118 und 115.144, welche disponiert werden. Früher, das sage ich jetzt mal etwa von 5 Jahren, hatten wir eine Quelle von Geodaten. Wir hatten unsere eigenen Punkte und die GWR-Daten, Gebäude-Wohnungsregister von der Schweiz mit allen Hausnummern. Die Geo-Updates waren eher selten. Und die Landeskarte als Hintergrund war von einem hohen Maßstab und die Swiss-Topo aktualisiert jedes 6. Jahr. Darum fehlte recht viel auf den Karten. Und die Einsatzsuche, sage jetzt mal die GWR-Adressen, plus die Hintergrundkarte waren nicht identisch. Heute haben wir viele Quellen, das komme ich später noch drauf. Wir haben unsere eigene Spots, das sind POIS-Adressen, welche wichtige Punkte sind, welche immer wieder auftauchen. Wir haben das GWR und OSM und so weiter. Geodaten-Updates werden regelmäßig gemacht, etwa jeden zweiten Monat. Verschiedene Karten als Hintergrundkarten, je nach Bedürfnis, weil jeder Einsatz ist verschieden. Ob das ein Einsatz im Wald ist oder ein Einsatz in der Stadt, braucht man andere Daten als Hintergrundkarte. Das ist unser ResCat. Das ist die Firma Convexis, welche die Karte zu uns zur Verfügung stellt. Wir haben hier verschiedene Daten. Blau sieht man die Bahnkilometer, grün die Autobahnkilometer, die roten Punkte sind GWR- und OSM-Adressen. Dann sehen wir Defis, AED, wir sehen Geschäften und so weiter. Hier noch die Zusammenfassung. Wir haben unsere SRZ-POIS-Adresse. Wir haben den Flughafenplan, weil wir im Flughafen ein spezielles Areal haben. Wir haben Events, wie zum Beispiel die Street Parade oder das Zürichfest. Und wir haben Gefahrenanlagen. Hausnummer, wie gesagt, von OSM und GWR. Wir haben Swiss Names 3D.
Wir haben Landeskarten, amtliche Vermessungen und Ortofotos. Wenn der Einsatz hineinkommt, dann sucht man zuerst den Einsatzort. Man kann Adressen suchen, Haltestellen, Arealen wie zum Beispiel Spitäler, Heime, Schulen oder Geschäfte oder Defibrillator. Wir können auch Details abfragen, zum Beispiel die Symbolerkennung. Wenn man hier sieht man Defis oder Geschäfte, Restaurant und so weiter. Und auf dem Punkt sieht man dann Standortdetails, wie zum Beispiel, wo der genaue Standort ist, welches Geschoss, Öffnungszeiten oder Quelle. Der Router ist für uns eine große Hilfe, weil es braucht immer das schnellste mögliche Einsatzfahrzeug oder unsere Einheit. Und mit dem Router wird das berechnet. Es gibt aber noch spezielle Arealen, wie zum Beispiel beim Flughafen Zürich. Dort kann man nicht einfach durch den Flughafen durchfahren. Man hat zwei Tore zum Rein- und Ausfahren und diese werden speziell berücksichtigt. Wenn der Notruf erfasst ist, dann geht es weiter zur Disposition. Hier kommt der Alarmplan. Bei der Feuerwehr oder bei einem Feuerwehreinsatz wird das Aufgebot gemacht. Hier sehen wir einen größeren Einsatz mit Chemieeinsatz, Stützpunkt und Betriebsfeuerwehr. Und alles das wird nachher aufgeboten. Und hier sieht man die Distanz und die Minuten, welche die Einsatzkräfte haben. Bei dem Rettungsdienst, Sanität, dort kommt bei einem Einsatz, welcher sehr dringlich ist, kommt die Next-Best-Strategie. Die Next-Best-Strategie ist so, wenn das Fahrzeug vom Spital in die Wache zurückfährt zum Standort oder ja zum Standort, dann kann es sein, dass diese nochmals aufgeboten werden. Früher musste man immer vom Spital zur Wache fahren und bei der Wache wieder anmelden und dann ist man wieder Einsatzbereitschaft. Bei der Alarmierung wird der Auftrag gesendet, die Navigation bei den Fahrzeugen und alle Kommunikationsmöglichkeiten von Pager, Mobil und Funk. Ein Bi Beispiel oder ein Problem bei uns ist immer die Unterschiede. Hier ein Beispiel zwischen OSM und Gewehr. Hier hat man die Zentralstraße an zwei Orten, die Gewehr und OSM. Leider gibt es immer wieder Fehler in den Daten, welche für uns sehr entscheidend sind. Wir hatten immer wieder solche Beispiele. Hier ist zum Glück nur ein paar hundert Meter. Der Ort von der Zentralstraße 10 war aber vorher vom Gewehr noch weiter entfernt. Und bei einem Einsatz, welcher wirklich entscheidend ist, ist das dann, wenn man den falschen Ort angibt, sind das wirklich Minuten, welche dann entscheidend sind. Wir haben auch immer die Diskussionen vom Callcenter, welcher den Notruf entgegennimmt. Er sagt immer, ja, Google findet es immer. Bei Google findet man immer etwas. Aber das Problem ist, stimmt das bei Google? Zu 99% stimmt es bei Google. Aber bei uns muss eigentlich die Ortssuche immer zu 100% stimmen, weil, wie gesagt, vorher, wenn es entscheidend ist, dann fahren die Rettungskräfte dorthin und wenn sie im falschen Ort ist, gibt es Diskussionen und dann verliert man viele wertvolle Minuten und Sekunden.
unsere Datenpflege. Sie haben die Möglichkeit, die Callcater, wenn etwas nicht stimmt, in unsere Daten können Sie über das SharePoint-Formular Einträge machen. Das ist eine Kommunikationsmöglichkeit, der Austausch und für uns eine Kontrolle. Und wir sind ein Team von etwa 7 Personen, welche Datenpflege betreibt. Wir haben noch andere Aufgaben an der Verantwortlichkeit. Wir schauen, dass die Server, dass die Applikation immer läuft. Aber ein Teil, welcher ja, mehr oder weniger groß oder größer wird, ist die Datenpflege im OSM. Wir pflegen regelmäßig in OSM, zum Beispiel Spitäler, Heime oder Umzüge und so weiter, welche unsere Daten immer besser macht. Hier ein Beispiel in öffentlichen Einrichtungen. Wie gesagt, Spitäler, Heime, Sportplätze, Schulen und so weiter, diese pflegen wir sehr regelmäßig. Wir kontrollieren sie auch immer, weil diese öffentlichen Einrichtungen, dort passieren immer mehr Unfälle. Wir haben auch Kontakt zu verschiedenen Organisationen, welche uns das Leben leichter macht. Wir bekommen Änderungen schneller als ein Mapper. Diese werden häufig gebraucht. Es ist eine Qualitätskontrolle. Und jede Nachführung verhindert später ein Missverständnis. Und die Datenpflege basiert zu 90% im OSM. Wir haben unsere eigene Datenbank. Dort pflegen wir solche, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Frauenhaus, welches nicht öffentlich ist oder auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, aber dort passieren auch Unfälle. Es muss auch gesucht werden. Dort pflegen wir solche Sachen. Weil wir für den Flughafen Zürich speziell zuständig sind und die Einsatzkräfte müssen alles immer finden und weil am Flughafen oder in der Europaallee oder in den Bahnhöfen sehr viele Points sind, zum Beispiel Restaurants, Shops, Gates und andere wichtige Points, pflegen wir diese regelmäßig. Wir konnten dieses Jahr mal die Luftseite, die nicht öffentliche Teil beim Flughafen Zürich erfassen. Unser Ziel ist, dass wir immer weiter solche Sachen zu fast 100% erfassen, damit wir bei einem Notfall immer alles finden. Die Defi-Karte.ca ist ein Projekt von meinem Arbeitskolleg. Er hat eine Defi-Karte erstellt über die Schweiz. Dank dieser Webseite konnten wir letztes Jahr etwa 3000 zusätzliche Defis erfassen. Und jeder Defi ist für uns eine Unterstützung. Er kann Leben retten. Zum Beispiel, wenn ein Notruf einkommt und die Rettungskräfte 7 Minuten habt, aber um den Ecken hat es ein Defi, da kann jeder Leben retten. Für die Zukunft. Wir wollen die Geodatenkarte regelmäßig updaten, halbautomatisch, automatisch. Hier kann ich sagen, unser System ist komplett abgeschirmt von den Außenwelt. Das macht es komplizierter, aber ist für Angriffe von Hacker schwerer. Und bei einem Offline Modus haben wir unsere Daten immer noch bei uns. Wir wollen immer die Layer optimieren, damit man bei Callcater, welche nicht Geomenschen sind, das Leben vereinfachen. Und in weitere Zukunft das 3D, zum Beispiel am Flughafen oder mit verschiedenen Geschossen, damit man die Geschosse filtern kann. Fragen gibt es nachher, nach der Fragenrunde. Vielen Dank, Mats, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mich sehr gefreut. Jetzt würde ich Ihnen noch unser Einsatzleiter
System live zeigen. Jetzt muss mir schnell jemand bestätigen, dass man das sieht. Ja, sieht man. Ein Notruf kommt rein. Der Notruf heißt Feuerwehrnotruf. Wo ist der Unfallwirt? Shiva dann in Dübendorf. Man setzt den Einsatzort an. Hier mit allen Daten. Dann kommt unsere Abfragen. Es ist ein Feuerwehr-Einsatz, ein Chemiebrand. Um welche Stoffe handelt es? Chemie. Ist jemand vom Stoff in Berührung gekommen? Ja. Trifft der Stoff weiter hinaus? Ja. Wohin läuft es hinaus? Bach. Haben Sie Fachspezialisten in der Nähe? Solche Industriegebiete haben immer Fachleute dabei. Da kann man den Einsatz anlegen. Es wird alles ausgewertet. Dann kommt der Alarmplan zur Geltung. Hier werden alle Einheiten, welche ich vorher Ihnen erklärt habe, wieder aufgeboten. Und mit dieser Hilfe, das sind im Hintergrund, sind das ganz viele Ausrückverordnungen, Regeln und so weiter. Nachher, wenn man auf Alarm setzt, dann gehen die Pager, die Aufträge gehen hinaus und dann fährt die Einheit zu dem Unfallort und dort und dann ist eigentlich die Arbeit für uns, für die Einsatzleitzentrale abgeschlossen. Außer sie funken wieder und sagen, sie brauchen noch mehr Einheiten, weil der Brand zum Beispiel noch größer ist. Hiermit werde ich fertig mit der Präsentation und vielen Dank nochmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke Michael auf jeden Fall für diese interessante Präsentation und Entschuldigung, dass es am Anfang noch so ein kleines Problem gab. Du kannst dein Bildschirmscreen uns auch quasi schließen. Genau, perfekt. Dann kann uns die Regie nebeneinander pinnen. Wir machen jetzt noch, weil es ja auch nicht so gut geht, noch 2, 3 schnelle Fragen quasi und dann bist du auch entlassen. Dann darfst du schnell ins Bett. Genau, eine Frage, die hier sehr interessant war, habe ich das richtig verstanden, wenn das Routing, dass das Routing auf OSM basiert? Wenn ja, funktioniert das zuverlässig? Es funktioniert so, bei uns ist das Routing eine Unterstützung. Die Einsatzkräfte fahren nach Navigation, welche ein anderes Navigation haben. Das Rescat ist nur für uns, aber für uns ist auch eine Unterstützung. Leider kommen Verkehrsfluss, diese werden nicht berücksichtigt. Genau. Und dann noch, ich glaube, noch eine letzte Frage. Wie viel Zeit fließt von eurer Seite ungefähr in die OSM-Datenpflege ein? Kann man das abschätzen? Sehr spannend. Wir haben einen neuen Mitarbeiter bei uns im Team. Zur Einführung, ich bin auch noch nicht lange, 1,5 Jahre bin ich bei Schutz und Rettung. Für die Einführung habe ich sehr, sehr viel bei
bei OSM erfasst, gemappt. Dann war es wieder ein wenig Pause. Dann kam das Projekt Flughafen. Dort habe ich sicher 2 Wochen gemappt am Stück. Wir sagen immer, jede Ergänzung, Erfassung, welche wir machen, bringt für uns extrem viel. Und wir machen für alle anderen Mapper etwas Gutes. Ja. Okay, dann allerletzte Frage, die man sicherlich mit einem Wort beantworten kann, das hier nämlich gefragt wird, wie der Hersteller des Leitsystems heißt. die Einsatzleitsystem ist Hexagon für Intergraph. Das Resket, welches ich gezeigt habe mit der Karte, das ist Convexis von Deutschland. Und dann haben wir noch andere Lieferanten. Ja, zum damit Beispiel. Können, ja, ich denke, damit können die Leute dann was anfangen, die sich das interessiert und dann, genau. Sicher. Würde ich sagen, danke nochmal wirklich für deinen Vortrag und dass du dich quasi vor die Kamera geschleppt hast. Genau, ich hoffe, du verträgst den Rest der Impfung gut. Und dann danke nochmal fürs Beantworten der Fragen. Und hier geht's in 5 Minuten dann nämlich weiter mit einem Vortrag von Stefan Keller. Von daher, bis gleich. Danke.